Schockierende Nachrichten. Leyla Lahoua und Mike Heiter im Autounfall. Hallo Leute. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir leider sehr beunruhigende Nachrichten für euch. Leyla Lahoua, 28, hat sich mit erschreckenden Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet. Momentan ist sie mit ihrem Freund Mike Heiter, 32, in seiner Heimat unterwegs. Leyla im Krankenhaus. Autounfall mit Mike Heiter. Leyla hat sich in ihrer Instagram-Story aus dem Krankenhaus gemeldet. Mit einer Notfallhalskrause um den Hals und Tränen in den Augen erzählt sie, dass sie und Mike einen Autounfall hatten. Leyla sagt mit stockender Stimme: Mike und ich hatten gerade einen Autounfall. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, er kommt gleich zu mir. Doch trotz der dramatischen Situation versucht Leyla, ihre Follower zu beruhigen. Aber macht euch bitte einfach keine Sorgen. Betet einfach nur, dass er gleich zu mir kommt und alles in Ordnung ist, betont sie. Weitere Infos noch unklar. Bislang gibt es keine weiteren Informationen über den Zustand der beiden. Auch Mike hat sich noch nicht zu dem Unfall geäußert. Nur wenige Stunden zuvor zeigte sich das Dschungelcamp-Traumpaar noch glücklich in Mikes Heimat. Leyla berichtete strahlend: Ich habe heute seine Mama kennengelernt, ich habe mich richtig gefreut, weil sie hat heute Geburtstag. Beide waren noch fröhlich in einem Restaurant zu sehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen gibt. Schickt Leyla und Mike eure besten Wünsche und bleibt dran für weitere Updates. Passt auf euch auf und bis bald!